Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein neues Drei-Bücher-Die-Video für euch. Eigentlich sollte heute das Neuerscheinungsvideo kommen, aber ich habe es krankheitsbedingt nicht geschafft, es komplett zu recherchieren und alles nochmal zu überprüfen, ob die Release-Daten und alles stimmen. Deshalb, da setze ich mich am Wochenende dran. Das nächste Video wird das Neuerscheinungsvideo werden. Heute müsst ihr euch mit dem Drei-Bücher-Die-Video begnügen. Aber ich habe euch eine schöne Auswahl zusammengestellt. Es sind nicht nur völlig aktuelle Titel, es ist auch ein Buch dabei, beziehungsweise eine Reihe, die schon etwas älter ist. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, geht es heute um drei Bücher, die das Thema griechische Mythologie beinhalten. Und wer meine letzten Videos geschaut hat, könnte vielleicht auch schon erahnen, welches Buch schon ein bisschen älter ist. Ich habe es nämlich in einem meiner Zeig ein Buch das Videos gezeigt, weil ich dachte, die Reihe muss doch auch nochmal erwähnt werden. Ich habe halt, wie gesagt, die Erstauflage hier liegen. Ich kann euch jetzt auch natürlich auch zeigen, was ich meine. Und zwar ist das die Göttlich-Reihe. Der erste heißt Göttlich verdammt. Der zweite göttlich verloren und der dritte göttlich verliebt. Die zwei lege ich mal nochmal beiseite und dann widmen wir uns dem hier. Ja, mittlerweile hat die Reihe nämlich ein neues Cover bekommen und damals ist das noch im Hause Dressler erschienen, beziehungsweise gibt es das ja so gar nicht mehr. Die Reihe hat aber eine neue Gestaltung bekommen. Es gibt jetzt keine Hardcover mehr, sondern Paperbacks und sieht ja dem Verlag entsprechend aus. Sagen wir es mal einfach so. Ich kann euch die Cover gerne nachher mal noch einblenden. Ich habe die Reihe super gern gelesen. Sie ist so eine schöne Teenager-Jugend-Reihe. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich sie, wenn ich sie jetzt lesen würde, nochmal so hypen würde. Aber damals, als ich sie 2000... Ist hier noch drin? Dinge, die man findet. Der Kuschelwuschelhund. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist irgendeine Story. Aber die liegt noch mit hier drin. 2012 habe ich das Buch gekauft und ja, seitdem liegt es auch hier und ich habe auch irgendwann gesagt, ich lese die Reihe nochmal. Habe es dann aber nicht getan. Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich mir die Neuauflage auch noch kaufe, weil ich die Cover richtig schön finde und das dann als Anlass nehme, sie nochmal zu lesen. Ja, zu rereaden. Wäre doch vielleicht mal eine Maßnahme. Jetzt erzähle ich euch aber natürlich noch, um was es in der Reihe überhaupt geht. Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket. Auf der Insel ist nicht viel los und in den Sommerferien versinkt Helen in Langeweile. Ihre beste Freundin Claire hofft, dass sie nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Der Wunsch geht in Erfüllung, als die Großfamilie Delos auf die Insel zieht. Alle Familienmitglieder sind ausgesprochen attraktiv und die ganze Insel ist hin und weg von den Neuankömmlingen. Alle außer Helen. Sie spürt von Anfang an großes Misstrauen gegenüber den Unbekannten. Im Schlaf wird Helen plötzlich von düsteren Albträumen heimgesucht. Es begegnen ihr dort drei unheimliche Frauen, die Rache nehmen wollen. Woran bleibt ihr vorerst ein Rätsel? Als Helen den gleichaltrigen Lucas Delos zum ersten Mal sieht, spürt sie, wie die Gegenwart der drei Frauen sie dazu drängt, Lucas anzugreifen. Und Helen geht tatsächlich auf ihn los. Was dahinter steckt, erfährt sie erst nach und nach. Denn Lucas und Helen teilen ein gemeinsames göttliches Schicksal. Sie sind dazu verdammt, einen erbitterten Kampf der Mächte auszulösen. Und das, indem sie sich ineinander verlieben. Das nächste Buch habe ich mir auf der Buchmesse 2023 in Frankfurt gekauft, zusammen mit der lieben Ninja und wir wollen es ganz unbedingt auch noch lesen. Das sage ich jedes Mal, wenn ich es in die Kamera halte. Es ist nämlich das Buch Fading Fight von Julie Dorn. Und wer eben aufgepasst hat, als ich die neuen Cover von Göttlich eingeblendet habe, der wird gesehen haben, dass sie dem hier doch recht ähnlich sehen von der Aufmachung her. Es ist nämlich nicht mehr bei Dressler. Diese Göttlich-Reihe liegt nicht mehr bei Dressler, weil es diesen Verlag eben so nicht mehr gibt, sondern gehört jetzt zu Oetinger und Oetinger hat ja einen Unterverlag oder einen kleinen Tochterverlag, der Moon Notes heißt und da ist Fighting Fate erschienen und da ist jetzt auch die Göttlich-Reihe neu aufgelegt worden und deshalb, ich
mag die Cover ja sehr. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil Moon Note Cover irgendwie alles so merkwürdig auf einmal ausgesehen haben. Aber mittlerweile habe ich mich an die Optik gewöhnt und ich finde sie eigentlich richtig cool und sie sehen auch im Regal richtig schön zusammen aus. So, aber hier Fighting Fate, auch ein Buch über griechische Mythologie. Ganz anders als die Göttlich-Reihe, auch wenn ich es noch nicht gelesen habe, aber ich habe schon viele Meinungen dazu gehört und ich kenne ja auch den Klappentext. Ich habe ihn euch ja auch schon ein paar Mal vorgelesen. Und es ist eine ganz andere Thematik, aber trotzdem dreht sich es eben in diesem griechische Götteruniversum und ach, ja, ich lieb's einfach. Aber um was geht es in Fighting Fate? Er ist der Prinz des Hades, sie sein Bodyguard, zwei Fremde, die das Schicksal zusammengeführt hat. Taro fristet ein trostloses Dasein. Seit Jahrhunderten darf er sein Apartment in New York nicht verlassen, die Strafe für ein unverzeihliches Verbrechen. Die Erinnyen warten nur darauf, ihn in Stücke zu zerreißen, sollte er einen Fehler machen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles. Taro stellt fest, dass er an ihrer Seite für die Erinyen unsichtbar ist. Und so heuert er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Pandora, die Taros Fluch als einziger aufheben kann. Doch nichts kann Rio und Taro auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander. Und last but not least habe ich mich für ein Buch entschieden. Eigentlich, weil ich es einfach als Sonderausgabe hier liegen habe und weil ich die Aufmachung richtig schön finde. Und eben, weil es auch um griechische Götter geht. Das war eben die Grundprämisse. Ich habe nämlich die Witch Crown Ausgabe von Lore. Ich habe es letztes Jahr ja gelesen. War so ein bisschen geteilter Meinung. Also manche Sachen fand ich nicht so gut, andere dafür richtig gut. Und ja, die Götter sind einfach hier nochmal komplett anders dargestellt als in den Büchern, die ich so über griechische Götter kenne. Es geht auch wieder um was völlig anderes. Und ich finde das einfach so genial, dass man ein Hauptthema hat, griechische Götter, und dass man da so viele verschiedene Wege mitgehen kann. Und das ist einfach was, das liebe ich an dieser Buchbranche, an dieser Buchbubble. Dass man einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Das ist ja genauso wie mit Hexengeschichten. Die kannst du auch in tausend Varianten erzählen. Gute Hexen, böse Hexen, Intrigen, Nicht-Intrigen, Zirkel, kein Zirkel, ausgestoßene Hexen und so weiter. Vielleicht mache ich darüber auch mal noch ein Video. Ich komme hier während des Drehens immer auf sehr gute Ideen. Aber ja, hier geht es eben auch um griechische Götter, aber eben darum, Götter zu jagen und nicht Götter zu sein. Ich lese euch den Klappentext vor und dann versteht ihr auch, was ich damit meine. Die Jagd auf die Götter ist eröffnet. Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete. Aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als ihre persönliche Vergeltung geht. Denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte, muss ihn aufhalten. Sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Wie ihr seht anhand der Klappentexte, es sind drei Thematiken, die zwar alle in den griechischen Mythologie-Kosmos beherbergt sind, aber komplett anders umgesetzt sind. Das ist das, was ich eben vorhin meinte. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr noch weitere Bücher mit dieser Thematik kennt, gelesen habt, geliebt habt, gehasst habt. Ich würde meine Sammlung natürlich sehr, sehr gerne erweitern, weil das einfach eine Thematik ist, die mich interessiert. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden, bevor sich meine Stimme verabschiedet. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr könnt ihn genießen. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!